Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer ganz neuen Staffel Medieval Dynasty. Ich habe es ja schon mal gespielt auf YouTube, ich habe es schon mal gespielt im Stream. Und jetzt starten wir neu rein mit einer neuen Serie Medieval Dynasty. Heute ist der 8.12.2023. Gestern kam im Prinzip das neue Update raus mit der neuen Karte. Und da starten wir natürlich sofort rein. Ich habe mega Bock auf das Game. Gerade auch, weil ich jetzt Tribe fertig habe und das ja so ähnlich war. Aber diesmal wird es richtig, richtig episch. Ich habe auf jeden Fall Bock, mir den besten Spot rauszusuchen für ein Dorf. Und da wirklich ein wirklich geiles Dorf hinzuzimmern. Mit einer funktionierenden Eco. Und alles bis zum Ende durchzuspielen, was dieses Spiel herzugeben hat. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil. Wenn ihr das hier feiert, dann lasst ein Like da. Vergesst das Abo nicht und kommentiert das Video. Das füttert den Algorithmus. Und das bringt uns alle ein bisschen weiter. Support ist kein Mord. Und dann würde ich sagen, let's go. Medieval Dynasty. So, neues Spiel. Wir nehmen natürlich der Oxbow. In diesem Modus kannst du deinen eigenen Spielcharakter erstellen. Einzelspieler und Koop mit bis zu 4 Spielern. Einige Mechaniken können sich vom Originalspielmodus unterscheiden. Oho, okay. Wir spielen natürlich Solo. Du kannst diesen Modus offline spielen. Dein Einzelspielerspiel kann, ohne dass du dabei einen Fortschritt verlierst, in eine Koop-Sitzung verwandelt werden. Aha, okay. Wenn dir danach sein sollte, Freunde dazu einzuladen, mit dir zusammen zu spielen. Gehen wir mal rein. Der Oxbow. Solo. Ah, genau, davon habe ich gelesen, dass es jetzt einen Character Designer gibt in dem Spiel. Geschenke. Ist das nur falsch übersetzt oder? Guck mal, der ist auf einem Auge blind, der sieht heftig aus. Geschlecht männlich. Weiblich, okay. Outbild. Okay, verstehe. Dümmer. Follow me. Thank you. Will you marry me? Oh, Nummer 3 klingt. Ja, klingt gut. Gesicht. Okay, lasst mich mal kurz allein, ich erstelle mir einen Charakter und dann gehen wir. Falls ich noch irgendwas finden sollte, was kommentierbar ist, werde ich das natürlich tun. Aber ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Oh ja, ich glaube, da sehe ich mich. Das ist gut. Ich stelle vor, hier, der kommt an dein Fenster. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Geil, den nehme ich. So, wie nennen wir ihn denn? Daxios. Finde ich gut. Oh, was ist das? Eine unbeschriebene Tafel, das Erwachen aus einem Albtraum. Sprich mit Sedowin. Ja, Third Person muss sein. Wie ich aussehe, Digga. Aber ey, haben die nochmal was an der Grafik gemacht? Oder sah das schon immer so gut aus? Rohstoffe sammeln, bla bla bla, kennen wir schon. Easy peasy. Wir sammeln mal ein paar Zweige. Erstmal hier voll der Looter, ne? Ich komme hier kaum aus dem Haus raus. Schon fange ich an zu looten. So, wir sollen mit Sedowin sprechen. Aha. Wo bist du? Du lebst und du siehst sogar recht beweglich aus. Ist das überraschend? Das ist überraschend. Aha. Du klingst beinahe enttäuscht. Ich hatte meine Pläne, nach deinem Ableben etwas in deinem Inneren herumzustochern. Achso, okay. Aus reiner Neugierde, natürlich. Aber ich bin froh, dich wieder bei Bewusstsein und auf den Beinen zu sehen. Ich bin definitiv auch froh, beides wieder zu sein. Wer wäre das nicht? Ich traure sicher nicht den Tagen hinterher, an denen ich deinem Eimer ausleeren musste. Und seien wir ehrlich, du hast es ohnehin fast nie bis zum Eimer geschafft. In diesem Fall füge ich meinem Dank noch eine Entschuldigung bei. An wen soll ich beides adressieren? Mein Name ist Sedowin.
Ich bin der Bader und Wundarzt hier. Der Bader und Wundarzt. Aha, okay. Zumindest nennen mich die Leute so. Ursprünglich hatte ich eigentlich kein sonderliches Interesse an der Heilkunde, aber ich nehme an, ich war am Ende einfach derjenige, der am wenigsten gezögert hat, nach einer Axt zu greifen, als es nötig wurde. So ist das im Oxbow. Es ist egal, wer du vorher warst, es zählt nur noch, was das Land mit dir vorhat. Du wirst sehen. Okay, okay. Eine unbeschriebene Tafel der Erinnerung an die Grundlagen. Liste mit Übungen 01. Was habe ich zu tun? Tagebuch. Der Bader meinte, dass ich in seinem Krankenhaus eine Liste einfacher Aufgaben finden kann. Diese sollen mir dabei helfen, nach meinen Verletzungen wieder voll zu Kräften zu kommen. Ah, ja, ja. Okay, dann gucken wir mal. Ah, hier vorne liegt die wahrscheinlich schon. Liste der Übungen. Hebe Materialien vom Boden auf 0 von 10. Stein. Okay. Gott sei Dank gibt es ja genug Steine. Oh, sind das Ameisen? Die sind auch neu. Oder? Gab es vorher schon Ameisen? Guckt mal. Das ist ja witzig. So, eine Aufgabe habe ich erledigt. Leere die Kiste in der Nähe des Krankenhauses. Ach, der zeigt mir jetzt tutorialmäßig, was ich alles zu tun habe. Okay, okay. Stelle ein Steinmesser her. Warte mal, wie ging das noch? Handarbeit, Steinmesser. Häute das Huhn und sammle sein Fleisch ein. Das hier? Okay. Stelle eine einfache Fackel her. Zünde ein Lagerfeuer an und brate das Fleisch. Wo ist ein Lagerfeuer? Ach, hier drin bestimmt, ne? So, Fleischbraten war, glaube ich... Nee, warte mal. Wo war das? Hier? Ach nee, das war direkt am Lagerfeuer, ne? Genau. Stelle einen Holzspeer her. Ja. Triff die Zielscheibe mit einem Speer. So, den Holzspeer legen wir mal auf die 2. Okay. Im Prüfmodus kannst du gefallene Gegenstände wie Speere sehen. Ja, 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 das wissen wir. Sprich mit Seduwin. Er war, glaube ich, hier drin, ne? Nee. Er ist weg. Wo ist er hin? Ach, da. Ah, guck mal, der hat ganz, ganz kleine Felder. Okay, verstehe. Kann man das hier auch bauen? So einen kleinen, kurzen Zaun? Das finde ich cool. Bin mit der Liste fertig. Mirigott sollen wir jetzt sprechen. Mit Mirigott. Wo zur Hölle ist Mirigott? Du bist das, ne? Guten Tag, mein Herr. Wie du gewünscht hast, bin ich hier. So, jetzt sollen wir mit dem nächsten Typen sprechen. Jetzt sollen wir bestimmt das ganze Dorf abklappern. Alter! So einen Bogen will ich auch bauen. Ich will auch so Steinzäune bauen. Ist das Metall? Das ist Metall. Metallzäune. Ja, mega nice. Das ist ja mega geil. Also hier haben die nochmal vom Detailgrad her nochmal richtig aufgepumpt, die ganze Chose. Geil. Der Kastellan hat mir gesagt, ich soll mich an dich wenden. Okay, bleib wachsam, behalten Sie die Situation in Oxbow im Auge. Neue Quest, bleib wachsam, aha. Ah, okay. Ah, okay, okay. Jetzt sind hier so, die Städte sind jetzt hier mit einem, die hier darfst du nicht bauen, Radius drin. Ah. Okay, okay, okay. Natürlich die Frage jetzt, wenn ich die Map mir so angucke, wo bauen wir? Dervan ist ebenso vage wie beeindruckend. Vielleicht war nur die Wortwahl des Quartiermeisters etwas ungeschickt. Aber Warnungen, egal welcher Art, sollte ich an einem fremden Land auf keinen Fall ignorieren.
Ich sollte meine Augen und Ohren offen halten, zumindest im Moment. Alter, die Welle hier, kann man die auch bauen? Boah, das ist ja mega. Guckt euch das an. Ich bin neu verliebt in dieses Spiel. Boah, hier gibt es jetzt Quests an der Anschlagtafel. Rabiata Ramna. Jage Kaninchen 0 von 6. Kein Fest für Krähen. Jage Krähen. Ab in die Federn. 66 Federn. Okay. Okay, cool. Richtige Quests an der Anschlagtafel. Geil. Gibt's auch ultra viele Händler. Richtigen Marktplatz. Man kann jetzt einen Karren bauen, einen Abtritt. Glockenpfahl. Taubenschlag. Schneemann. Gab's das vorher auch schon? Arbeitsstation. Was ist denn Arbeitsstationen? Wäschereiarbeitsstationen, Jagdarbeitsstationen, Holzfällerarbeitsstationen, Landwirtschaft. Okay, Arbeitsstationen. Balliere. Ah, das ist das. Okay, dieser Bogen, ne? Geil. Blumentöpfe. Okay, da kam eine Menge dazu, bei sonstigen und Möbeln und so. Hier eine Feuerschale. Feuerschale. Boah, ich weiß gar nicht, was das alles schon vorher gab und was jetzt neu ist. Kann's euch nicht genau sagen. Zäune. Ah, Eisenzäune. Da sind sie. Schön. Ich weiß jetzt nicht, was die Quest bleibt wachsam heißt, aber soll ich jetzt hier noch Quests machen oder bin ich frei? Geh erstmal und such mir einen Ort, wo ich mein Dorf baue, oder? Kann man auch so kleine Zäune bauen? Kann ich so kleine Zäune bauen? Müssen wir mal gucken. Zäune? Holzzäune? Niedriger Flechtzaun. Ja, kann man. Eisenzaun gibt es nur den einen. Mäuerchen auch. Bretterzäune. Niedriger Bretterzaun. Das ist das hier vorne. Boah, das ist geil. Um so Felder abzustecken. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin sehr, sehr begeistert gerade. Ihr merkt das. Ich liebe dieses Spiel und dass jetzt da neuer Content kommt, ist krass für mich. Ist krass für mich. Macht mir sehr, sehr viel Spaß gerade, das alles zu entdecken. Wir gehen mal nach rechts. Ich möchte mehr im Süden der Map siedeln. Ich stelle schon mal eine Steinaxt her, oder? Damit wir Bäume fällen können. Wo haben wir denn die Steinaxt da? Mach mal auf die 2 und Holzspeer auf die 3. Boah, hier ist ein Wasserfall. Geil. Am Wasserfall zu siedeln wäre natürlich auch mega geil, oder? Das ist eine geile Brücke. Ein Wasserfall. Oh mein Gott, das ist schon ein sehr, sehr schöner... Hier ist Ried. Hier können wir Stroh ernten. Da vorne ist gleich eine Höhle. Das ist schon eigentlich hier der perfekte Spot. Da oben ist eine Hütte. Da gucken wir uns gleich mal an, was da drin ist. Ansonsten, was haben wir hier drin? Oh, erster Loot. Überladen sind wir schon. Oha. Ein Brett. Ja, wir müssen auch schlafen. Ja, hier haben wir gleich Eisen und Kupfer und sowas alles. Das ist ja mega geil. Wirklich ein schöner Spot für ein Dorf. Ich baue erstmal da drüben, auf der anderen Seite. Ich glaube, ich nehme das jetzt hier einfach. Ich finde das schön. Ich finde das wirklich richtig, richtig schön. Ist auch in der Nähe von zwei anderen Dörfern.
So, schön. Achso, wir brauchen ja, genau, wir brauchen einen Hammer. So war das in dem Game. So, dann rüsten wir mal den Holzhammer aus. Auf die 3, bitte. Ich habe jetzt eine Brücke in meinem Dorf. Also das, wo wir jetzt erstmal das, das Dorf anfangen wollen. Ich hoffe, die haben das, die haben den Pathfinding von den Bewohnern verbessert, dass die mir nicht dauernd durchs Wasser laufen, sondern die Brücke nehmen. Das wäre nice. So, meine lieben Freunde, die Hütte ist fertig. Ihr seht es jetzt zwar nicht, weil es Nacht ist, aber ich geh mal schlafen. Dann werdet ihr das sehen. Dann zeige ich euch die Hütte nochmal, wie sie jetzt geworden ist. So, von innen sieht die jetzt wirklich nicht anders aus als vor dem Update. Und von außen eigentlich auch nicht. Aber guckt euch doch mal an, wie idyllisch diese Hütte gebaut wurde. Geil, oder? So. Dann werden wir gleich auch mal einen Weg platzieren von der Hütte zum, ja, zur Hauptstraße, sage ich mal. Oh, mir ist kalt. Temperatur, es ist kalt. Verlierst du an Gesundheit? Ist es zu warm? Musst du mehr Wasser zu dir nehmen? Aha, okay. Jetzt haben wir einen schönen Weg hier zur Hauptstraße. Finde ich gut. Ja, aber ja, was soll ich denn jetzt machen? Also ich habe ja schon alles an, was ich anhab, ne? Ich glaube, es ist jetzt auch nur morgens ein bisschen kalt. Naja, okay, der beschwert sich jetzt richtig, ne? Ist ja schön. So, Holzschuppen können wir noch nicht. Wir haben noch keine Technologie dafür. Können wir schon Zäune bauen? Vielleicht kann ich mich damit ein bisschen leveln. Wisst ihr, was ich meine? Nee, kann ich auch noch nicht. Habe ich auch noch keine Technologie für. Aber ich kann mal was von meinem Zeug hier essen. Damit sich mein Magen wieder ein bisschen füllt. Und irgendwas hatte ich doch schon freigeschaltet. Beim Sammeln, ne? Überleben hatte ich schon freigeschaltet. Okay, Überlebenskenntnisse, 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten. Das sollten wir zuerst skillen. Und irgendwann können wir dann halt skillen, dass ich nicht mehr so leicht friere. Okay, hier gibt's noch was. Oh, guck mal. Eine Bronzespitzhacke. Oh, nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kalkstein auch. Oh, das haben wir jetzt. Das ist ja mega geiler Loot hier am Anfang. Schöne Bronzespitzhacke. Mega geil. Da können wir ja schon Metall abbauen da drin. Also es bringt uns jetzt noch nicht viel, aber theoretisch könnten wir das abbauen. Ich würde die Bronzespitzhacke erstmal wegpacken, bis wir soweit sind. Ich glaube, ich baue noch ein zweites Haus. Einfach damit ich level. Wisst ihr, was ich meine? Damit ich Technologie leveln kann. Und einfach auch schon den nächsten mit ins Dorf holen. Also einen neuen Bewohner mit ins Dorf holen kann. Ich glaube, das macht Sinn. Er verliert auch langsam Leben. Neues Level in Gewinnung. Ja. Da sollten wir auch gleich mal leveln, dass wir mehr Erfahrung sammeln. So, gucken wir mal. Das können wir, glaube ich, auch machen, ne? Bei Gewinnung, genau. Kenntnisse der Gewinnung. 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Gewinnungsaktivitäten. Ja, easy peasy. Nehmen wir. Boah, hier sind sogar Libellen. Geil. Also den Detailgrad haben wir auf jeden Fall nochmal hochgeschraubt. Finde ich gut. Wie viel gaben Birken nochmal? Ich glaube 2 Stämme nur, ne? Bin mir nicht mehr sicher, aber ja, 2 Stämme. Süß. So, sehr gut. Zweites Haus abgeschlossen. Schön auf so Holzstelzen. Finde ich vom Style her richtig, richtig nice geworden. Machen wir jetzt natürlich auch nochmal einen Weg hin.
Der Hauptstraße vorne. So. Wunderschön. Sehr, sehr gut. Was machen wir jetzt? Wie viele Technologiepunkte haben wir jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken. Technologie. Da. Ah ja, Materiallager haben wir schon freigeschaltet. Können wir jetzt bauen? Finde ich gut. Können wir schon ein Holz schuppen? Nee, noch nicht. Ah. Aber Materiallager, ne? Ja, vielleicht bauen wir erstmal das Materiallager. Ein riesen Materiallager. Ich würde das gern irgendwie hier am Fluss bauen. Mach mal unsere Hauptstraße ein bisschen breiter. Weil ich einfach finde, dass es besser aussieht. Jetzt hat es auch so ein bisschen so Kernspuren-Feeling. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man die so nebeneinander legt. Und dann können wir im Prinzip hier nochmal eine Straße abzweigen zum Lager. Die wir vielleicht auch ein bisschen breiter machen. Okay, dann können wir hier das Lager hinbauen. Da brauchen wir sehr viel Steine für, die wir gerade nicht haben. Aber hier gibt's, ich habe schon gesehen, hier gibt's auch sehr, sehr, sehr viel Steine zu sammeln auf dem Boden. Jetzt zur Not können wir auch noch die Felsen abbauen mit der Spitzhacke, die wir gefunden haben. Aber guckt mal hier. Hier ist genug Stein für ein gutes Fundament. Neues Level in Überleben. Naja, dann leveln wir gleich mal, dass wir da mehr Dings bekommen. Du hast keine Fertigkeitspunkte, die du ausgeben könntest. Ach, Überleben. Ja, stimmt. Überleben ist noch was anderes als Sammeln. Ja, stimmt. Ich war bei Sammeln drin. Ah, guck mal. Der sagt mir jetzt sogar, dass er Wasser braucht. Also, der spricht sogar mit mir jetzt. I need some water, hat er gesagt. Naja, dann gehen wir doch mal hin und trinken was. Oh, hier vorne ist nochmal Loot. Alter, also, die haben auch die Loot-Spawns krass erhöht, finde ich. Oh, hier ist sogar... Hier ist ein Toter. Okay. Oh, der hat einen einfachen Rucksack gehabt. Hör auf. Der hat einen einfachen Rucksack. Warte mal, wo ist der Rucksack? Da, hier. Nice, jetzt kann ich mehr tragen. Oh mein Gott, geil. Das ist Loot, der mir gefällt. Bronzemesser. Schön. Also nicht schön, dass er hier gestorben ist von meiner Hütte. Aber... Cool. Auf jeden Fall geiler Loot. Also diese random Loot Geschichten haben die anscheinend noch mal ein bisschen angepasst. Und da gibt es jetzt ein paar mehr. Wahrscheinlich, denke ich mal, auch so ein paar mehr Feindbegegnungen, sage ich mal. Also irgendwie Räuber oder sowas, keine Ahnung. Neues Level Produktion. Gucken wir auch mal. Also jetzt mache ich gerade sehr, sehr viel Level. Handwerkliches Können, Erfahrungsgewinn. Ja, leveln. Das glaube ich immer das Erste, was man erstmal maxen sollte, damit man einfach mehr Erfahrung bekommt, wenn man die Sachen macht. Ab in den Fluss mit dem Baum. Okay. Ich hoffe, das Wasser ist nicht so tief, aber nö, geht. Boah, ich hoffe, das haben die auch gefixt, dass es endlich tiefes Wasser gibt. Also beim letzten Spielstand, den ich gespielt habe, konnte man ja im Prinzip durch das Wasser durchlaufen. Das fand ich irgendwie ein bisschen... Das war so flach. Fand ich nicht so gut. Für die Immersion. Also ich wünsche mir tiefes Wasser in dem Spiel. Ich hoffe, wir haben es umgesetzt. Neues Gebäude freigeschaltet, Holzschuppen. Ja! Mega nice. Da können wir im Prinzip, da haben wir auch gleich den ersten Job für den ersten Dude, den wir jetzt hier ins Dorf reinholen. Da müssen wir dann mal gucken, wie das läuft. Also das muss ja jetzt theoretisch auch wieder, es muss ja so einen Dorfplatz geben, wo man dann ja, seine Dorfbewohner engagiert. Und eine Jagdhütte haben wir auch freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Jagdhütte auch sehr, sehr wichtig für den Anfang zur Lebensmittelherstellung. Und wir haben das Materiallager abgeschlossen. Top!
zeige euch das wieder im Hellen. So, wunderschönes Materiallager. Ja, ich guck mal ganz kurz, was haben wir denn jetzt schon so für Reputation, Verwaltung, ne? Haben wir schon irgendwas an Reputation? 200. Drei Gebäude. Drei Gebäude von 70. Oh, wir haben gar kein Limit mehr. Reputationslimit haben wir gar nicht mehr an Gebäuden. Technologie, haben wir noch was freigeschaltet? Ja. Ja, wie gesagt, Holzschuppen und sowas, das werden wir beim nächsten Mal bauen. Ich finde mein Materiallager jetzt schon mal mega, mega nice. Finde das super, dass wir einen Rucksack gefunden haben und einfach dieses Problem nicht mehr haben mit der Überladung. Also zumindest nicht mehr so stark wie am Anfang. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sind die ersten Dorfbewohner dran. Und das hier ist mein erster Erfolg oder mein erster Progress auf der neuen Karte. Drei Gebäude. Finde ich super. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, im zweiten Teil dann wieder von Medieval Dynasty auf der neuen Karte Oxbow. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht. Vergesst den Like nicht und vergesst den Kommentar nicht. Das füttert den Algorithmus und das tut uns allen gut. Ich würde sagen, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann wir uns sehen. Eine schöne Vorweihnachtszeit und bis dann. Macht's gut. Ciao.